Der Pizzola ist ein spezieller Berg. Er bietet für fast alle Bedürfnisse etwas. Und jetzt gibt es etwas Neues. Das ist immer etwas beim Pizzola. Es gibt immer wieder ein kleines bisschen etwas Neues und etwas Attraktives. Wenn ihr hier bei Padilla rauslauft, dann könnt ihr über diese sanften Matten hier laufen. Natürlich mit diesen speziellen Schuhen, die hier ausgestellt sind, die man kaufen kann. Es hat hier unten auch ein Sportgeschäft und man kann sicher sonst noch erwerben. Mit diesen speziellen Schuhen wäre es wahrscheinlich noch einfacher und interessanter. Man kann es vielleicht sogar mieten, ich weiß es nicht mehr genau. Schaut doch selber noch einfach bei pizzola.com. Ich bin einfach mal runtergelaufen zu dem Swiss Move Park. Es hat mich interessiert, was man alles machen kann. Geissli, Balance-Möglichkeiten. Unglaublich, was sich hier alles tun hat seit dem letzten Mal im Winter, als ich da war. Unglaublich, was alles aufgebaut wurde. Und das ist natürlich sehr interessant. Also ein Wippi hier, habe ich gedacht, hoppla, ist etwas für mich und meine Frau. Übrigens, das Wetter war nicht gar so gut. Es zeigt sich, auch bei nicht so gutem Wetter kann man bei Pizzola wirklich sehr viel machen. Und ganz bewusst habe ich darauf geschaut, dass man keine anderen Leute drauf haben. Ihr wisst, mit Fernsehen ist das immer so ein bisschen speziell. Zelttraining war das vorher gewesen, und da bin ich jetzt eben mit meiner Frau auf die Wippi aufgestanden. Ich natürlich am Filmen und habe dann noch meine Kamera in die Hand gedrückt und nachher hat sie dann mich gefilmt. Ja, es ist ein eine übige Sache, aber es ist wirklich echt lustig für jedes Alter, für Kinder, für Erwachsene. Warm-up, also das kennt ihr schon, das könnt ihr auch in der Fitnessstudio machen. Aber hier gehört das Glied von den Kühen, da könnt ihr in die Weite schauen, traben an Ort. Auch hier wieder natürlich, die Umgebung spielt eine grosse Rolle. Traben zumindest in der Natur, also Geschicklichkeit üben, Fitness holen, zumindest in der Natur, begleitet eben vom Geschell von den Kühen wirklich etwas sehr Schönes. Zum Teil auch unbeobachtet, man ist da auch ein bisschen individuell unterwegs. Balance üben, haben Sie vorher gesehen, das ist etwas Koordination vom Körper, also das kennt ihr schon. Und das drückt noch Balance 2, also da muss man die Strickel aufziehen. Meine Frau hat gesagt, ist eigentlich noch relativ streng, ja, muss man eben durch. Man kann es eben so und so machen. Es ist völlig frei, es ist kein Eintritt, man kann es probieren, man kann es mehrfach probieren und es ist natürlich auch interessant, wieder einmal, sei es jetzt jung oder alt, wieder über so Baumstämme durch eine Balance zu üben. Die einen machen es so, die anderen machen es ein bisschen so, die einen probieren es mehrfach, die anderen können es auf Anhieb, die einen bescheissen ein bisschen, aber das liegt hier alles drin. Jeder kann genau das tun und machen, was er will. Oder eben hier wieder Balance. Vielleicht sind die Bergschuhe jetzt hier, die meine Frau anhat, nicht ideal. Also wie gesagt, es gibt ja dann spezielle Schuhe, um das zu probieren. Aber nochmal ein bisschen jung sein, zwischen diesen Geissli-Balance zu üben und dann einmal aufsteigen. Wow, das haben wir doch schon lange nicht mehr gemacht. Sobald man ein kleines bisschen um einen gewissen Alter ist, traut man sich doch das fast gar nicht. Aber da eben dann schon. Der andere hat gesagt, nein, links durch. Ich wollte wissen, wie sie das macht, wenn sie sich hier drüllt. Und habe sie dann so gerne noch auf die Wippe geschickt. Und da merkt ihr ja wahrscheinlich, dass vorher sie im Füß von meiner Tochter war. Die ist noch locker durchgegangen. Meine Frau müsste schauen, hoppla, sie bescheisst hier ein kleines bisschen. Aber auch das liegt rein. Dann haben wir den Swiss Move Park verloren und sind hochgefahren mit dem Sessellift. Da könnte man natürlich aber auch laufen, eben auf Laufböden. Und haben von dort weg den Höhenweg gemacht. Den Höhenweg, den kann man natürlich auch von der anderen Seite erreichen, von Wangs her, also Richtung Pizzolhütte und dann von dort weg loslaufen. Der Höhenweg ist jetzt wirklich eine Wanderung für alle. Eine lockere Wanderung von Laufböden zur Pizzolhütte durch und umgekehrt von etwa einer halben Stunde. Eine Wanderung, wo man wirklich aufschauen kann, abschauen, wo man unglaubliche Vegetation sieht auf dieser Höhe oben. Es ist gleich immer in etwa 2200 Meter und wirklich ganz interessante Vegetation. Aber interessant ist es natürlich auch zum Abschauen. Die Wörter sind steil, aber der Weg, der ist unglaublich einfach zum Gehen mit Kinderwegen. Sogar mit der noch anderen Gefährt geht es noch, da bin ich überzeugt. Also es ist sehr, sehr schön gemacht. Und überall abseits vom Weg gibt es Möglichkeiten, um zu schauen, was sich in diesen Tümpeln hinein tut, was sich in den Wiesen hinein tut. Ja, wer links und rechts schaut, der sieht hier sehr, sehr viel. Meine Frau hat immer gesagt, auch Kaulquappen. Dann hat sie gesagt, sie sind Salamander. Kinder, die hinter uns waren, die haben extra gefilmt, die haben gesagt, oh, das sind zu frisch und so, da müsst ihr selber raufgehen. Faszinierend für mich ist es jedes Mal, was man da alles sieht, links und rechts von diesen Weg. Man muss auch genau schauen. Das, was wir da mit der Kamera einfangen, das kann nie das ersetzen, was ihr natürlich dann seht, wenn ihr selber da raufgeht. Ihr seht auch, es geht zum Teil da steil links runter, aber da müsst ihr keine Angst haben, könnt ihr nach der Herren stehen, einfach ein kleines bisschen aufpassen. Es sieht jetzt weniger steil aus auf dem Bild, als was es wirklich ist. Aber schaut die Blümchen, die dann steil abfallen,
wohlenden Hängen wachsen doch an. Es sind wirklich reichhaltig schöne Wiesen auf 2200 Meter über Meer. Es gibt überall etwas zu schauen und ich sage es nochmal, es ist einfach sehr, sehr eine lockere Wanderung von zweimal eine halbe Stunde, wenn man hin und zurück geht und natürlich kann man dann auch noch einiges mehr machen und man sieht links und rechts, oben und unten, überall sieht man etwas. Es ist auch eine Wanderung, die man fast bei jedem Wetter machen kann. Natürlich ist es schön, wenn es nicht regnet, aber auch bei Regen, wirklich, ihr seht hier, da ist jetzt kein schönes Wetter, aber eine dunkle Witterung, auch bei dieser Witterung ist es wirklich sehr, sehr schön. Der Friedrich Untertwasser hat immer gesagt, Regentag, das bringt die schönsten Farben. Ich habe immer wieder an ihn gedacht, als ich dieser Witterung hier den höheren Weg durchgelaufen bin. Ja, und dann hat es mich natürlich interessiert, was ist jetzt so entstanden seit dem letzten Jahr, das Oberstrahl. Natürlich habe ich immer ein bisschen aufgeschaut. Hoppla, seht ihr auch, die Blumen, die haben mich schon fasziniert. Manchmal mit der Kamera wieder retour und dann wieder geschaut, was hat es da alles zum sehen. Aber jetzt nochmal, mich hat es wirklich interessiert, was ist denn da oben dran entstanden? Weil oben dran weiss ich, da seht ihr es jetzt alleroberst auf dem Blatt oben, da ist immer etwas ganz Neues entstanden. Da soll es wie so ein Relief geben, das einem dann zeigt, wo die Berge sind. Und tatsächlich, meine Frau war ein bisschen voraus, jetzt hinten an, tatsächlich, da ist jetzt wirklich alles angeschrieben. Wisst ihr, dass der Pizzol eigentlich der höchste Berg ist vom Kanton St. Gallen, der ganz auf dem Gebiet vom Kanton St. Gallen steht? Kennt ihr all die Berge, die hier angeschrieben sind? Es ist wirklich sehr interessant. Zeigt es euren Kindern doch einmal die Berge und schaut selber die Berge mal an. Es ist ein Teil eben von unserer Natur, von unserer Welt, von unserem Lebensraum. Und das Gebiet hier, wisst ihr, dass das Gebiet eigentlich von Afrika herkommt? Die Platte hier, die ist eben einmal eine eingelagerte, respektive überlagerte afrikanische Platte gewesen. Also ganz interessante Informationen, die ihr hier seht, nebst all diesen vielen Bergen. Afrika, also im Herzen von Graubünden. Ja, ist ja klar. Ja, wenn das ja eine afrikanische Platte war und überklagert wird, ja, das Matterhorn kommt ja eigentlich von Afrika her. Wisst ihr aber, dass man im Kalanda mal Gold abgebaut hat? Jetzt erkennt man es von den Getränken her. Ja, der Bub hat 100 Fragen gehabt an seinem Vater. Die Bede habe ich gefragt, ob ich es filmen darf. Das Gebirge, das ihr da hinten dran seht, das ist ein Jungsgebirge, ein Teenagergebirge. Vor 35 bis 50 Millionen Jahren war es da gewesen. Also das ist Teenager. Nature-mässig geologisch unterwegs. Und dann hat der Vater dem Bub den Pizzol gezeigt. Ich habe x-fach festgestellt, dass ich einen Haufen Leute einmal gefragt habe, wo ist der Pizzol? Man hat mir sicher etwa 7-8 verschiedene Berge gezeigt. Und es war selten, selten der Pizzol gewesen. Der Pizzol ist zwar der höchste, aber noch ein versteckter Berg manchmal. Aber der Vater hat es genau gewusst. Und dann sind wir wieder weggegangen von dem sehr interessanten Relief. Da läuft man runter und kaum ist man unterwegs zur Pizzolhütte, sieht man gerade auch schon das Wangserseeli und da laufen wir vorbei. Da wisst ihr, im Winter hat man auch Schlittschuhe können. Wirklich ganz spezielle Attraktion und da die roten Tafeln. Auf diesen roten Tafeln können wir auch allerhand Interessantes lesen. Wir sind dann weitergegangen, dass die verschiedenen Wegweiser, die ihr eben dann schauen könnt, wo ihr hier überall noch herkommt, wir sind dann weitergegangen zur Pizzolhütte. Das oben dran, das ist Pizzolhütte und das ist eben der Wegweiser. Und ich überlasse es euch mal dem Wegweiser. Schaut mal an, was ihr hier noch alles könntet tun, was ihr könntet machen. Kurz laufen, länger laufen. Ich würde mal behaupten, Pizzol kann man stundenlang laufen oder nur eine halbe Stunde. Und alle halbe Stunde gibt es wieder ein Restaurant oder ein Bändchen. Also der Pizzol ist wirklich sehr ein interessanter Erlebnisberg und bringt dir wirklich für alle Bedürfnisse etwas. Und das ist das, was mich in Pizzol speziell fasziniert. Abgesehen von diesen vielen freundlichen Leuten, die man dort trifft.